Ordnung. Gut, Böse, Finsternis, Licht. Es muss Gleichgewicht im Universum herrschen. So lautet der Erlass des Feurigen Rates, einer uralten Institution vom Schöpfer beauftragt, das Gewebe der Existenz selbst zu bewahren. Doch das Gewebe wurde gebrochen. Selbst jetzt schwelt die Erde im Ruin, den Dämonenfürsten anheimgefallen, und der Zerstörer formt unter seinen Auserwählten ein neues Reich. Man sagt, der Reiter Krieg habe die Apokalypse ausgelöst. Er sei zur Erde geritten und habe die Menschheit verdammt. Doch was ist mit den anderen Reitern, furchtlosen Durchsetzern des Willens des Rates? Was ist mit Wut, Streit und Tod? Um diese Namen zu kennen, bedarf es erst eines anderen, die Nephilim. Ein verfluchtes Bündnis aus Engeln und Dämonen. Die Nephilim haben zahllose Reiche dem Schwert ausgesetzt und zu Asche verbrannt. Doch vier von ihnen wurden des Schlachtens müde und fürchteten, dass ihre Eroberung das Gleichgewicht gefährdet. Und es wurde ein Pakt geschlossen. Die vier würden dem Rat dienen und dafür unvorstellbare Macht erhalten. So entstanden die gefürchteten Reiter. Und ihre erste Aufgabe war, ihre eigenen Brüder aus der Schöpfung zu tilgen, die Nephilim auszulöschen, ihre Seelen zu vernichten. Richten wir nun unseren Blick auf den einen unter den Vieren. Nicht Krieg, der zu Füßen des Rates angekettet seine Unschuld beteuert, sondern jener, der mehr als alles andere seinen Bruder retten will. Er hat viele Namen. Brudermörder, Henker. Wir nennen ihn Tod. Um Kriegsfreiheit auszuhandeln, schwor Tod, die Menschheit zu retten. Doch er wusste nicht wie. Und so ritt Tod los, in eisige Nebel, um den Hüter der Geheimnisse zu finden. Qualen ohne Ende. Hüter der Geheimnisse, ich brauche deine Hilfe. Ich habe dir schon einmal geholfen, Reiter. Sieh mich jetzt an.
ich diesen Tag verfluche, wie ich dich verfluche. Vorsicht, Krähenvater. Ich bin nicht hier, um dich von deinem Leid zu befreien. Noch nicht. Ich weiß, warum du hier bist. Dein Bruder, der mit Namen Krieg, er ist vom feurigen Rat eingesperrt worden und erwartet sein Urteil. Für das Verdammen der Erde, für die Auslöschung der Menschheit. Warum sollte ich mich um deinen Bruder scheren? Weil du die Wahrheit kennst. Deine Geheimnisse können ihn retten. Der Rat wird Krieg verurteilen, ihn seiner Macht berauben und verrotten lassen, um die Wahrheit zu verbergen. Meine Geheimnisse beweisen seine Unschuld nicht, Reiter. Nein, aber sie können helfen, das Verbrechen ungeschehen zu machen. Die Menschheit wieder zurückbringen? Wahnsinn. Wenn das Wahnsinn ist, wer sonst sollte mir den Weg zeigen? Sollte es einen Weg geben, findest du ihn hier. Der Baum des Lebens. Lass mich durch. Noch nicht. Das, was du mir gabst, wirst du zurücknehmen. Für seine Geheimnisse wolltest du den Talisman behalten. Nein. Die Stimmen, sie fluchen und bedrohen ohne Ende. Sie wollen zurückkehren. Du musst es zerstören. Ich kann nicht. Du hast ihr Fleisch ausgelöscht. Warum bewachst du ihre Seelen? Öffne das Portal. Solange ich lebe, kommst du nicht durch. So sei es. Hier sind deine Brüder in ewiger Qual gefangen. Willst du dich ihnen anschließen? Und was ist mit Krieg? Willst du deinen Bruder töten, um dein wertvolles Gleichgewicht zu wahren? Er ist unschuldig. Bist du so sicher? Öffne das Portal. Deine Geheimnisse sterben mit dir, alter Narr. Meine Geheimnisse. Aber nicht deine. Universums wirbeln in einem endlosen Abgrund. Viele Welten, die durch Zeit oder Streit vom Abgrund geschluckt wurden, sind in das Nichts zurückgekehrt, aus dem sie geformt wurden. Doch andere stehen Ewigkeiten am Rand der Auslöschung, damit die Schöpfung durch Zerstörung vielleicht ausgeglichen werden kann. Und im letzten Moment der Schlacht wurde Tod in eine solche Welt verbannt, im Herbst seines Lebens, doch nicht fern vom Rand der Finsternis.
wurde Tod in sein Verderben geschickt. Die Antwort sollte sich in des Reiters Zukunft finden und in seiner Vergangenheit. Halt still, Reiter. Du bist verwundet. Fass mich nicht an. Deine Ankunft ist ein schlechtes Omen. Ja, das beunruhigt mich zutiefst. Ältester, es gibt noch mehr Probleme, wenn du nicht anfängst nachzudenken. Wo ist der Baum des Lebens? Leben? Diese Welt liegt im Sterben, Junge. Sie erstickt an Chaos und Verderben. Wir können wenig tun, um es aufzuhalten. Schon bald wird auch der große Baum verenden und mit ihm die Letzten meines Volkes. Ist es nicht das, was dich hierher gebracht hat, fahler Reiter? Ich suche den Baum. Dein Chaos und Verderben interessieren mich nicht. Anscheinend tun sie es doch. Du kämpfst gut, aber dieses Verderben kann nicht mit der Klinge besiegt werden. Such die Schmiedeschwester auf. Frag sie nach dem Feuer des Berges. Hilf ihr, dann wird sie dir helfen, den Baum zu erreichen. Was mich betrifft, ich muss wieder an die Arbeit. Und wer bist du, dass du einem Reiter Befehle erteilst? Ich bin Erschaffer, sogar älter als der feurige Rat. Diese Hände haben das Fundament vieler Welten gelegt. Doch das ist lange her. Und jetzt wissen sie kaum noch, wie sich ein Stein anfühlt. Willst du nicht wissen, warum ich den Baum suche? Ich würde es nicht wagen, einen Reiter zu befragen. Aber ja, sag es mir. Ich muss die Menschheit retten, um Krieg zu erlösen. Himmel und Hölle kämpfen auf der Erde. Die Schöpfung erzittert. Und im Zentrum von allem steht dein Bruder. Er ist unschuldig. Das habe ich nie bestritten. Der Baum hält die Macht über Leben und Tod. Wenn du die Menschen retten willst, gehst du in die richtige Richtung. Sei aber gewarnt. Etwas Finsteres wohnt nun im Baum und der Weg ist voller Verderben. Der Sensenmann wurde auch Zeit. Die Erschaffer sterben. Ebenso unser Reich. Nur wir sind noch übrig. Das Leben eines Kriegers ist nie leicht. Ja, nicht leicht, aber einfach. Ich sah mein Ende immer mit der Klinge in der Hand. Ein Feld voll toter Feinde vor mir. Und welch ruhmreiches Ende erwartet dich, versteckt hinter diesen Toren? Du kannst das Verderben nicht bekämpfen und nicht verletzen. Du kannst nur jene töten, die es eingenommen hat. Jeder meiner Schläge gegen das Verderben ist ein Schlag gegen mein eigenes Volk. Sinne darüber nach, Reiter, bevor du mich als Feigling bezeichnest. Beim Barte des Erschaffers. Die Gerüchte sind wahr. Ein Reiter in den Schmiedelanden. Ich heiße Alia und das ist mein Bruder Valus. Wir sind die Betreiber dieser Schmiede. Obgleich ich vermute, dass das nun weniger bedeutet als einst. Dies ist die Schmiede eines Erschaffers? Nein, die Schmiede der Erschaffer ist für uns verloren. Von den Händen des Verderbens zum Schweigen gebracht. Aber in ihren Tiefen fertigten wir einst die dunklen Türme der Hölle. Und die Städte des Himmels. Und nun stellt ihr Kleinkram her? Und du? Einer der vier? Suchst nun die Hilfe der Erschaffer? Ich schätze, wir sind alle von unseren hohen Rössern gefallen. Ich kam auf der Suche nach dem Baum hierher. Und der Älteste spricht von Feuer. Was ist das? Ja, das Feuer des Berges. Das Blut des Steinvaters.
Es floss einst ebenso in unsere Schmiede wie die Tränen. Beide haben unsere Arbeit mit unglaublicher Kraft versetzt. Das Herz und die Seele des Steins. Aber das Verderben hat sie geholt. Jetzt ist unsere Schmiede verstummt. Was betrifft das mich? Der Weg zum Baum ist verloren. Versperrt durch Verderben. Du kannst diesen Ort ebenso wenig verlassen wie wir. Stell unsere Schmiede wieder her. Dann ist der Baum erreichbar. Ich kann deinen Gedanken nicht folgen. Wir sind Erschaffer, keine Krieger. Aber nicht ohne Waffen. Bevor die Schmiede verloren ging, schufen wir ein mächtiges Wesen aus Seele und Stein. Ein Koloss gegen das Verderben. Um ihn zu wecken, benötigt man einen Erschafferschlüssel aus unserer Schmiede. Hilfst du uns? Was ist dieser Kessel? Ein Tempel, der im Schatten der Steinvaterspitze steht. Dort wurde das Feuer des Berges gebändigt und zu unserer Schmiede geleitet. Reite von der Stadt nach Osten, über den verkohlten Pass und zur schlackigen Spitze des Steinvaters. Dort findest du den Kessel. Am Anfang suchte Tod den Krähenvater. Doch was er fand, war weit mehr. Ein Geheimnis, längst vergessen, ein Weg zu einer anderen Welt. Du solltest dich beeilen, zum Tempel zu kommen. Das Feuer ist wertvoller, als ich es bin, Reiter. Feuer allein wird euer Reich nicht retten. Du sprichst von der Schmiede. Richtig. Ohne das Feuer und die Tränen des Berges, ohne die Schmiede selbst, fehlen uns die Mittel, den Wald zu durchqueren und den Baum des Lebens zu erreichen. Was dann? Unsere Macht ist die Schöpfung. Deine ist Tod und Verzweiflung. Du bist ein Nephilim, Fürst der Zerstörung. Vielleicht liegt darin die Hoffnung. Es ist wahr, ein Reiter ist ins Reich gekommen. Nicht noch einer. Du bist ein Nephilim, trägst den Namen Tod. Wie bist du hierher gekommen? Ich bin falsch abgebogen. Wie es scheint, bin ich hier mit euch gestrandet. Wenn du den Kessel suchst, solltest du wissen, dass er vor langer Zeit dem Verderben anheimgefallen ist. Tief in der Erde kann ich aber noch das Feuer brodeln spüren. Ich werde es versuchen. Du bist anders als die anderen. Deine Augen sind weniger freundlich. Das Gleiche könnte ich von dir sagen. Die Leute hier nennen mich Bub oder Junge. Aber ich bevorzuge meinen echten Namen. Karn. Dann also Bub. Wie du willst. Ist mir egal. Warum entfacht ihr das Feuer nicht selbst wieder? Zu genau diesem Zweck bin ich hierher gekommen. Hab mir gedacht, ich ziehe den Korken und bin der Held. Aber der Kessel ist ordentlich versperrt, der Weg dorthin vom Feuer verschluckt. Du siehst jedoch fähig aus. Vielleicht findest du einen Weg. Ich warte hier und bewache den Eingang.
Der Berg hat eine Stimme. Wie hast du... Nein, nein, ist egal. Du hast getan, was ich nicht schaffte. Du musst die guten Neuigkeiten so schnell wie möglich Alia überbringen. Hey, Reiter, das Feuer des Bergs fließt wieder. Ja, befreit euch meine und Kahns Hand. Kahn? Dieser Bub? Er hat keine Ahnung. Und doch, in der Schmiede brennt es wieder. Du weißt, was dich erwartet, Reiter. Um dies zu Ende zu bringen, musst du die Tränen wieder fließen lassen. Ich bin nicht dein Laufbursche, Erschafferin. Richtig. Aber unsere Schicksale sind nun verwoben. Hilf uns, dann helfen wir dir. Nimm dies in der Zwischenzeit. Sie könnte nützlich sein. Ich kenne diese Pistole. Sie gehört meinem Bruder Streit. Wie kam sie hierher? Ich kann es nicht sagen. Aber hier sind noch andere Dinge, um die wir handeln können. Lass die Tränen fließen und komm wieder. Du sagtest, zwei Dinge betreiben eure Schmiede. Feuer und Tränen. Ja. Feuer, um die Erde zu wecken. Und Tränen, um sie zu beruhigen. Beides Geschenke des Steinvaters. Dann wird Feuer nicht reichen. Nein. Wir brauchen beides. Wo kann ich diese Tränen des Berges wohl finden? Im Westen, am Fjord vorbei und in die Gussfestung. Darin findest du die Tränen. Was kannst du mir über die Tränen des Berges sagen? Die Gussfestung liegt gleich hinter dieser Barriere. Sie war das Erste, was dem Verderben anheimfiel. Wir haben die Tränen des Steinvaters darin versiegelt, denn wir fürchteten uns vor dem, was passieren könnte, wenn sie sich verbreiten. Wenn ich Alia ihre Bitte erfülle, werden wir es bald herausfinden. Richtig. Und das Reich wird andere Zeiten erleben. Ob rein wie Regen oder schwarz wie Sünde. Die Tränen werden diesen Stillstand beenden. Es ist seltsam, wie oft ich dich untätig vorfinde. Ohne den Baum des Lebens, Reiter, bin ich hier genauso gefangen wie du. Ein paar Glückliche konnten entkommen, bevor der Baum verloren war. Zum Beispiel Ultan. Und wer ist Ultan? Nur ein weiterer Erschaffer. Hat einen großen Hammer, das ist alles. Als er floh, fürchtete ich mich, ihm zu folgen. Und das war gut so. Und warum? Nun, ohne meinen Witz und meinen Mut würdest du vielleicht noch immer den Kessel suchen. Wenn du wirklich gehen willst, dann lass dich nicht aufhalten. Weiter, Reiter. Ich ruhe mich etwas aus. Thank you.
Heraus damit, Reiter. Ich weiß schon, wann du zum Prahlen herkommst. Die Schmiede wurde wiederhergestellt. Richtig. Und Alia ist in dem Moment, wo das Wasser uns erreichte, wie eine 2000-jährige kichernd durchs Dorf gerannt. Ja, für einen der Reiter ist dies eine edle Tat. Vielleicht hatte ich dich falsch eingeschätzt. Jetzt ist er fertig. Ja, endlich. Tod, dies ist der Schlüssel eines Erschaffers. Und du nimmst ihn besser sofort, bevor ich wieder zu Sinnen komme. Ha, du scheinst die Ehre zu verlieren, Ältester. Ein Problem, ja. Aber es gibt auch eine Lösung. Der Wächter. Er sollte unsere größte Waffe werden und in der Lage sein, den Wald um den Baum zu säubern. Doch ein Erdbeben vertrieb uns aus der Gießerei. Ich fürchte, jetzt streunt etwas anderes darin herum. Der Wächter wurde nie fertiggestellt. Wenn der Wächter euer Meisterwerk ist, wie soll ich ihn dann vollenden? Im Wald liegt eine weitere Kreation. Eine der wenigen, die nicht dem Verderben anheimgefallen sind. Er ist nicht so riesig wie der Wächter, aber sein Herz ist stark. Such ihn auf, dann wird er dich zur Gießerei führen. Dort kannst du mit dem Schlüssel des Erschaffers den Wächter aktivieren. Die Kreationen werden von einem Schlüssel erweckt? Ja. Kreationen haben keine Seele wie du oder ich. Nicht, bis sie eine Seele bekommen. Dieser Schlüssel öffnet den Stein und bereitet ihn auf Ebbe und Flut der Lebenskraft eines Erschaffers vor. Tatsächlich verleiht er fast jeder Kreation in diesem Reich Leben. Und was lässt dich glauben, dass ich eine Seele habe, Ältester? Ist es nicht das, was dir Sorgen macht? Wie erkenne ich die Kreation, wenn ich sie gefunden habe? Kreationen sind Wesen aus Fels und Stein, animiert durch die Lebenskraft eines Erschaffers. Die meisten besitzen den Bruchteil einer Seele, gerade genug, um sie anzutreiben und ihnen Sinn zu verleihen. Doch durch andere fließt das ganze Wesen eines Erschaffers, seine Erinnerungen und Emotionen. Eine halb erinnerte Geschichte. Das Leben lastet schwer auf uns allen. Nicht einmal Stein kann es tragen. Wenn Wächter dem Verderben widerstehen können, warum werden sie dann nicht eingesetzt, um das Reich zu säubern? Leider wurden die Wächter gerufen, als die Siegel gebrochen wurden. Der Zoll der Erschaffer, der beim Endkrieg bezahlt werden musste. Dieser Wächter ist als einziger übrig. Dann wurden die Siegel gebrochen. Die Reise bis hierher. Die Gussfestung war trocken, doch der Reiter entfesselte das Wasser. Und dann jauchzten die Erschaffer, denn ihre Schmiede brannte wieder. In ihren Feuern machten sie einen Schlüssel, der Stein erwecken konnte. Was kannst du mir über diesen Ort sagen? Ich war hier schon einmal, als ich versuchte, eine Kreation umzustoßen. Ein toller Spaß. Das stimmt. Ich konnte ihn nur einen Zoll bewegen, bevor meine Nerven nachgaben. Die ganze Zeit spürte ich, wie Muria mich beobachtete.
Mein Stein schmerzt. Du spürst Schmerzen, Wächter, aber kein Verderben. Noch nicht. Verderben? Dann war es kein Traum. Die Erschaffer brauchen mich. Die Erschaffer sagen, du kannst die Gießerei erreichen und dass ein Wächter darin liegt. Die Gießerei, ja. Dort wurde ich gegossen. Aber sie ging verloren. Und jetzt? Du wirst meine Hilfe brauchen. Das Verderben breitet sich weiter aus und du schlummerst? Stein ist schwer. Es ist einfacher zu ruhen. In meinen Träumen bewege ich mich wieder. In meinen Träumen bin ich Fleisch. Dieser Ort, was ist er? Ich kann es nicht sagen. Es liegt mir auf der Zunge, aber meine Zunge scheint sonst wo zu sein. Wirst du mir helfen, Alter? Ja. Sollen wir? Moment, Kleiner. In meinem Schlaf habe ich den Wächter gespürt. Er griff nach meinen Träumen. Er ist der stärkste von uns allen, aber in seinem Herzen befindet sich ein Hunger. Der Wächter wurde gebaut, um zu zerstören. Er hat mit dem Verderben viel gemeinsam. Du musst mit Eideart sprechen und mit dir selbst im Reinen sein, bevor wir dorthin gehen. Denn es gibt vielleicht kein Zurück. Ich habe eure Schmiede wiederhergestellt und Stein zum Leben erweckt. Doch bin ich dem Baum jetzt näher? Sag es mir jetzt, Ältester, sonst bekommst du vielleicht nie die Gelegenheit. Ich habe gehört, die Gießerei sei gefährlich. Wie auch der Baum, Reiter, und der gesamte Wald. Deshalb musst du den Wächter wecken. Aber hast du dich gefragt, warum den Baum suchen? Beim Baum des Lebens werde ich die Absolution meines Bruders finden. Der Baum des Lebens ist ein Portal. Von dort kann man zu Orten reisen, von denen niemand träumt. Ob eine Welt aus Meeren und Wäldern oder Eis oder endloser Nacht, der Baum existiert dort. Er erscheint vielleicht anders, und doch ist es derselbe Baum, und seine Wurzeln verbinden alle Reiche. Der Baum des Lebens ist nicht dort, wo Reisen enden, sondern wo sie beginnen. Die Reise bis hierher. Der Reiter ritt. Ein Tempel wurde gefunden und ein Schlüssel erweckte einen Riesen aus seinem Schlaf. Die Erschaffer brauchen mich, rief der Wächter. Und so zog er los, ihre einzige Hoffnung zu suchen. Zeit ist also gekommen. Erzähl mir von der Gießerei. Sie ist ein heiliger Ort, wo die Seele mit Stein vereint wird. Von hier aus sieht er nicht so heilig aus. Die Finsternis hat in unserem Reich wenig verschont. Aber die Gießerei ist ein Ort der Magie. Sie ist stark. Und mit deiner Hilfe erobern wir sie uns wieder zurück. Was ist aus den anderen Wächtern geworden? In meinen Träumen habe ich viele meiner Brüder gespürt. Doch nur einer ruft noch immer. Uran, ein äußerst alter Wächter. Sein Lied verfolgt mich noch immer, obgleich sein Stein verloren ist. Thank you.
Fleisch oder für Stein. Es liegt keine Schande darin, umzukehren. Aber auch kein Sinn. Du hast den Wächter gehört. Allein ist es nicht sicher. Du brauchst Hilfe. Das ist der Wächter, Reiter. Und wenn du zum Baum kommen möchtest, muss ich ihn erwecken. Und was dann? Der Wächter wird tun, zu was er geschaffen wurde. Das Verderben vernichten, das den Baum blockiert. Aber er sieht fertig aus. Warum steht er nur dort herum? Der Körper ist fertig, ja. Aber so, wie er dort steht, ist er nicht mehr als toter Stein. Um dem Stein das Leben einzuhauchen, müssen wir ihm die Essenz eines Erschafferherzens geben. Sogar drei davon, bei einer Kreation dieser Größe. Und wie können wir das machen? Diese Herzsteine waren fertig, zusammen mit dem Wächter, wurden aber nie mit dem Stein vereint. Sie sind alle im Tempel. Wir müssen nur nach ihnen suchen. Dann los! Ich habe schon Steine geworfen, die größer waren als du. Du springst wie ein Mädchen. Herzstein. Darin ruht die Seele eines großartigen Erschaffers. Finde einen Weg, ihn herunterzubringen, dann werde ich ihn tragen. Gut, ich kümmere mich darum. Bringen wir ihn zum Wächter. Anscheinend sind wir noch nicht fertig. Irgendwas stimmt hier nicht.
muss den Stein im Wächter platzieren. Wir haben sein Werk gesehen, Reiter. Das Verderben zehrt daran. Die zwei Herzsteine waren rein. Ich schätze, ihre Ausstrahlung wird den dritten reinigen. Vielleicht. Karn, es ist riskanter, nichts zu tun. Ja. Ist verdunstet wie Regen auf heißer Glut. Du hattest recht. Ich hatte Unrecht. Erschaffer Knochen. Tut das weh? Ich kann ihm nicht helfen, Reiter. Tu dein Schlimmstes. Du hattest keine andere Wahl, als ihn zu vernichten, Reiter.
Und doch, wenn der Weg zum Baum des Lebens frei werden muss, habe ich keine andere Wahl, als ihn zurückzuholen. Wie oft soll ich ihn denn noch umbringen? Der Wächter wird wie neu geboren sein, frei vom Verderben. Jetzt tritt zur Seite. Das wird etwas mehr Aufwand benötigen. Das wirst du nicht überleben. Ich bin der Erschaffer. Diese Aufgabe definiert meinen Sinn und Zweck, so wie das Einsammeln von Seelen deinen definiert. Dem können wir nicht entkommen. Begib dich jetzt zum Baumreiter. Deine Reise ist noch lange nicht vorbei. Bist du also gekommen? Trägst deine Sünde wie ein Ehrenabzeichen? Was willst du, Reiter? Die Rückkehr der Menschen. Auf einen öden Planeten ohne Leben? Menschen sind schwach. Sie würden das nicht überleben. Nicht einmal verdienen. Unser Urteil zählt nicht. Ich mache dies, um Krieg seine Bestrafung zu ersparen. Und was ist mit dem Nephilim? Würdest du einen retten, den Rest nicht? Die Nephilim bedrohen das Gleichgewicht. Hätten wir Eden genommen, wäre nichts davon passiert. Doch du warst gegen uns, nahmst unser Fleisch, sperrtest unsere Seelen in dein Amulett. Wer bist du? Das weißt du. Einst nanntest du mich Bruder. Absalom. Ich habe den Namen abgelegt. Jetzt bin ich Verderben. Geboren, als du deine Sense gegen uns erhobst. Und schon bald werde ich alles sein. Den Baum des Lebens umgibt nun meine Finsternis. Er trägt keine Früchte mehr.
Und selbst Tod kann ihm nicht entkommen. Was definiert die Seele? Manche nennen sie einen Funken, der die Finsternis bekämpft und fürs Leben brennt. Doch was ist mit Tod, der zum Sensenmann wurde, als er die Nephilim erschlug? Seine Brüder, Kameraden und Absalom. Tod! Warum erschlägst du deinesgleichen? Die Nephilim haben kein Recht auf Eden. Es gibt Reiche für Engel und Dämonen. Warum nicht für uns? Eden gehört den Menschen. Es gehört jenen, die es sich nehmen. Die Äonen haben die Frage nicht beantwortet. War es das wert? Bruder! Dieser eine Moment. Brachte Verderben. Und krönte ihn zum Brudermörder. Der bittere Sieg konnte nicht ungeschehen gemacht werden. Ah, der fahle Reiter. Ist es nicht merkwürdig, dass so viele durch deine Hand hierher gekommen sind? Und doch besuchst du selbst das Reich der Toten so selten. Ich wollte gar nicht an diesen Ort. Ich suchte den Baum des Lebens. Ich fand ihn. Jetzt bin ich hier. Der Baum ist kein Ziel, mein Freund. Nur ein Portal in andere Welten. Wenn es der Baum ist, den du suchst, dann bist du angekommen. Dann bin ich betrogen worden. Nicht so voreilig. Der Baum ist unvorstellbar weise. Wenn er dich hierher gebracht hat, dann gehörst du hierher. Vielleicht kann ich helfen. Ich bezweifle es. Es wäre klug, auf mich zu hören. Mit meinem Händlergeschick kann ich deine größten Wünsche erfüllen. Sag mir, Reiter, was suchst du? Ich möchte meinen Bruder erlösen, das Gleichgewicht wiederherstellen. Ah, ja, ich habe die Geschichte gehört. Dein Bruder ritt, obgleich kein Ruf erfolgt war. Und die Menschheit zahlte den Preis dafür. Hüte deine Zunge, Händler. Ich urteile nicht, Freund. Ich gebe nur weiter, was mir gesagt wurde. Es war richtig, nach dem Baum zu suchen. Doch er ist nur ein Portal. Was du suchst, ist der Quell der Seelen. Der Quell der Seelen kann die Menschheit wiederherstellen? Und mehr. Der Quell kanalisiert die Toten in dieses Königreich. Von jeder Welt, oben und unten. Auch werden die Seelen so wieder in die Schöpfung gebracht, wenn sie bereit für die Wiedergeburt sind. Du hast noch immer nicht gesagt, was du bist. Die Geschichte meines Volkes ist zu Asche verbrannt. Zusammen mit unserer Welt. Selbst von jenen vergessen, die sie vernichtet haben. Jetzt ist nur noch der Rauch übrig. Wir sind nicht die Ersten, noch werden wir die Letzten sein. Das ist der Lauf der Dinge. Der Lauf der Dinge ist Gleichgewicht. Und was bringt das Leben ins Gleichgewicht? Das Nichts. Oder das Verderben. Letztendlich verzehrt es uns alle. Anscheinend. Nichts davon erklärt, was du hier machst. Ich bin nur ein bescheidener Händler mit einem Geschmack für die edleren Dinge. Im Leben und im Tod. Ich bin Ostergut. Und es würde mich erfreuen, dir meine Waren anzubieten. Baum des Lebens, Baum des Todes, Portale in andere Welten. Davon weiß ich nichts. Wie konnte ich so blind sein? Oder spuckt deine Zunge nur Lügen aus?
Viel wurde den Nephilim vorenthalten und den Vieren. Warum? Weil Macht mit Unwissenheit gezügelt werden muss. Wenn die Nephilim um die wahre Natur des Baumes gewusst hätten, wären alle umgekommen. Ich verließ die Nephilim, wurde ein Kämpfer für das Gleichgewicht, habe sogar mein eigenes Volk getötet. Ich beschütze diese Welten, dich und den Baum, und doch bleibe ich im Dunkeln. Verlassen? Ja. Vergessen? Nein. Die Nephilim leben in dir weiter. Aber was weiß ich schon? Ich bin nur ein einfacher Händler. Was, wenn ich zu den Schmiedelanden zurückkehren möchte? Der Baum des Lebens besitzt viele Portale, Reiter. Manche können dir helfen, deinen Weg zurückzufinden. Viele Portale sind geschlossen, aber das eine zu den Schmiedelanden bleibt offen. Einmal angenommen, dass ich dir glaube, wo sollte meine Suche beginnen? Du musst die Schlangenspitze erklimmen und den ewigen Thron rufen. Dort schlummert der Fürst der Knochen. Er wird dich zum Quell führen oder deine Seele nehmen. Die Reise bis hierher. Mit der Macht des Wächters wurde der Baum vom Verderben befreit. Doch noch immer waren Geister zu hören. Absalom, wirst du erneut reiten? Niemand stört den Fürsten der Knochen ohne Erlaubnis seines Kanzlers. Ein Reiter? Im Königreich der Toten? Nein, nein, das funktioniert niemals. Ich muss mit dem Fürsten der Knochen sprechen. Oh, das ist unmöglich. Mein Herr besucht sein Reich. Eine Last, die selbst die Kräfte von euch Reitern überfordert.
Und welche Verwendung hast du? Ein Türstopper? Es gibt jedoch einen Weg, ihn aus seinem Schlummer zu wecken. Die Goldene Arena. Dort wird Sterblichen eine letzte Chance geboten, sich dem Grab zu entziehen. Eine Gunst, die eine Audienz beim König beinhaltet. Besiege den Champion der Arena und kehre mit seinem Schädel hierhin zurück. Seine Majestät wird dir dann eine Audienz gewähren. Und wo ist diese Arena? Mach dir keine Sorgen, Reiter. Wir sind bereits angekommen. Lass mich mit dem Fürsten der Knochen sprechen. Dann werde ich euren Champion verschonen. Und dich vielleicht ebenfalls, Kanzler. Du kannst nicht erschlagen, was bereits tot ist. Aber du kannst es gerne versuchen. In der Arena. Vergiss, was ich darüber sagte, dich zu verschonen, Türsteher. Erzähl mir vom König der Toten. Seine Herrschaft ist ewig. Sein Wort ist Gesetz. Und seine Zeit ist unbezahlbar. Ich stelle sicher, dass er nur mit jenen sprechen muss, die es auch wert sind. Dann siehst du ihn wohl selten, Kanzler. Siehe da, ein Herausforderer betritt die Arena. Doch was sucht er nur? Absolution durch den Tod? Nein, dieser hier lebt noch. Ruhe, wer soll uns berichten? Sprich, Herausforderer. Ich bin hier, euren Champion zu besiegen. So prahlen alle Herausforderer. Doch die meisten gehen unter Qualen. Ihre Seelen aus der Existenz verbrannt. Und unser Champion dadurch umso stärker. Genug! Holt euren Champion! Ah, ja. Dieser hier hat Macht. Genug Macht, um zu tun, was er will. Unser Champion ist kein Köter, der nach Belieben gerufen werden kann. Du musst ihn herlocken. Dieser Altar bewahrt seine Macht. Die Seelen all jener, die er erschlagen und verschlungen hat. Drei Lebenssteine müssen darin platziert werden. Dann wird unser Champion sich erheben. Thank you.
Tötet ihn. Ich hatte so sehr gehofft, du würdest nicht zurückkehren. Was ist nun mit dem Champion der Arena? Er wird dich nicht mehr unterhalten. Nein, unmöglich. Ich glaube, dein König wird mich jetzt empfangen. Ich kann dich nicht abweisen. Lebenden Reiter nach längst fälligen Seelen. Du bist hier nicht willkommen. Schade, ich fing gerade an, es hier zu genießen. Dann bist du noch nicht lange hier. Milliarden Seelen bevölkern mein Königreich. Die ganze Menschheit heult nach Vergeltung. Doch ich sehe, du bist mit solcher Musik bereits vertraut. Was willst du denn von mir, Reiter? Zeig mir den Weg zum Quell der Seelen. Was willst du dann dort? Macht über Leben und Tod? Oder hoffst du auf Absolution, Brudermörder? Ich frage mich, wo die Seelen deiner Brüder sind, denn sie haben mein Reich niemals passiert. Dein Reich braucht wohl kaum weitere Untertanen. Wohl wahr. Und doch muss ich mich dem Geschmeiß ohne meine Fürsten stellen. Das ist nicht mein Problem. Mach es zu deinem Problem. Dann erfülle ich dir deine Bitte. Finde meine drei Fürsten der Toten und erwecke sie aus ihrem Schlaf.
Das wird sie dir gefügig machen. Bring mir die Fürsten zurück, damit sie die Last mit mir teilen. Eine große Arena voller Blut, ein erschlagener Riese, ein Tribut in voller Höhe gezollt. Doch bevor der König unserem Reiter hilft, muss er seinen Hof der Toten haben. Du störst meinen Schlummer. Du hättest dein Grab niemals verlassen sollen. Geh, Reiter, solange du noch kannst. Dann werde ich dich zu deinem König bringen. Ich stehe zu deinen Diensten. Ich habe keine Zeit für solche wie dich, Reiter. Ich nehme die Einsprüche der Toten entgegen, nicht der Verdammten. Und was ist mit den Einsprüchen deines Herrn? Ich diene ihm selbst jetzt, obgleich er meine Dienste mit ewiger Qual belohnen würde. Du hast den ewigen Thron verlassen. Sogar hier gibt es verlorene Seelen, über die gerichtet und die in die Stadt der Toten geschickt werden müssen. Finde sie und bring sie zu mir. Sobald ich sie von ihrer Vergangenheit geläutert habe, höre ich mir an, was den Fürsten der Knochen sorgt. Menschen, immer so ängstlich. Sieh dein Leben, wie du es wahrhaft gelebt hast. Es ist vollbracht. Dein Herr ruft dich. Stets zu Diensten. Du vergisst deinen Stand, Nephilim. Du bist vielleicht ein Reiter, doch ich bin ein Fürst der Toten. Dein König verlangt eine Audienz.
Dieses Reich gehört nun dem Verderben an. Niemand, der lebt, kann sich gegen es stellen. Du schätzt mich falsch ein. Du reitest ohne die Macht der Siegel. Du würdest nicht einmal die kleinste Prüfung des Reichs überleben. Ich habe den Champion der Arena niedergestreckt. Das ist nur ein Spiel, fahler Reiter. Es gibt andere Prüfungen zur Bestrafung. Sprich mit der Stimme in der goldenen Arena. Frag nach dem Psychomeron. Wenn du überlebst, werden wir wieder sprechen. Du bist also zurückgekehrt. Was willst du denn dieses Mal? Ich suche das Psychomeron. Wenn so etwas wirklich möglich wäre, würde es dich verzehren, bis tief hinein in deine Seele. Ich habe ein paar übrig. In der Tat. Ich frage mich jedoch, sind sie nicht zu alt, um zu brennen nach so vielen Äonen? Warum fährst du es nicht heraus? Ich hatte gehofft, ein Champion würde auferstehen, der sich dem Verderben stellen könnte. Und du bist so weit gekommen, Reiter. Eine Schande, dass deine Reise hier endet. Gegen mich wirst du nicht ziehen. Mit dir kommen, Reiter, bis zum Fürsten der Knochen. Mein König, was sollen wir tun? Leide. Zu lange habt ihr geschlafen. Zu lange habt ihr eure Pflichten vernachlässigt. Ich brauche euch nicht mehr. Was soll das? Ich mag keine Spielchen. Sie haben mich enttäuscht. Aber du hast dir meinen Dank verdient. Ich werde dich im Königreich zu einem schicken, der den Weg zum Quell der Seelen kennt. Aber zuerst wirst du dich Dämonen stellen müssen. Ich habe mich schon vielen gestellt und sie getötet. Keine wie diese. In diesem Amulett steckt große Macht. Deine Schande verhindert, dass sie freigesetzt wird. Ich bereue nichts. Oh, ich kann durch dein Fleisch sehen. Dort, wo die wahre Schlacht stattfindet. Des Königs Not wurde von Zorn übertrumpft. Jene, die helfen konnten, waren vernichtet. Durch ihren Tod entstand eine neue Macht aus der Sünde, sowie eine Armee, die erneut leben sollte. Reiter, was hast du vom Fürsten der Knochen erfahren? Ich hoffe, dein König wird seinem Namen gerecht, wenn schon nicht seinen Worten. Der König der Toten hat dir die Passage zur Stadt der Toten gewährt. Wen muss ich in der Stadt der Toten suchen? Du solltest dir mehr Sorgen um jenen machen, der dich sucht. Antworte mir, Vogelscheuche. Es macht keinen Spaß, es dir einfach so zu sagen. Dann sprich nicht weiter. Ich würde besser auf mich selbst aufpassen, wenn ich du wäre. Was werde ich in der Stadt der Toten vorfinden, außer noch mehr Leichen?
Etwas viel Wertvolleres als Sehnen und Knochen. Seelenreiter. Aus allen Reichen unter einer sterbenden Sonne. In der Stadt wird ihr vergangenes Leben geläutert, damit sie den Quell der Seelen passieren und wiedergeboren werden können. Viele Seelen überleben diese Läuterung nicht. Manche treibt es in den Wahnsinn. Und ein paar schaffen es sogar, ihren Fesseln zu entkommen. Gerufen. Kein Vater. Mich suchst du. Und wo sonst sollte ich sein, als in der Stadt der Toten? Möchtest du eine Frage stellen? Oder einfach hier stehen, als hättest du einen Geist gesehen? Wie kann ich den Quell der Seelen erreichen? Der Quell der Seelen ist ein Ort von unvorstellbarer Macht. Schlüssel zu Leben und Tod. Zur Schöpfung selbst. Und deshalb hat der Quell seinen eigenen Schlüssel. Einer, der vor langem geteilt wurde. Die Engel bewahren eine Hälfte, die Dämonen die andere. Und niemals werden sie sich treffen. Es sei denn, du willst deinen Bruder wirklich retten. Um Krieg zu retten, nehme ich die Weiße Stadt ein. Dessen bin ich mir mehr als sicher. Aber es muss nicht sein. Die Engel haben Reiche hinter der Weißen Stadt, ebenso wie die Dämonen hinter ihrem dunklen Reich. Alles wird dir klar werden, sobald du den Baum erreichst. Das habe ich bereits, Krähenvater. Und doch musst du den Baum erneut finden und gehen, wohin er dich auch führt. Absalom lebt noch. Sein Zorn und seine Agonie verbreiten sich als Verderben. Und er wird die ganze Schöpfung ungeschehen machen, um das Gleichgewicht zu zerstören. Ich habe Absalom einst getötet, Krähenvater. Könnte ich zurück, würde ich ihn verschonen. Ich bezweifle, dass er dir denselben Gefallen tun würde. Wie kann ich die Menschheit wiederherstellen? Im Quell der Seelen beginnt jegliches Leben. Dort werden die Seelen der Toten in ihre neuen Leben geführt. Ich habe die Bestie getötet, die diesen Ort heimsuchte. Ich habe die Seelen der Menschheit befreit. In anderen Zeiten würde das reichen. Aber etwas entzieht die Macht aus dem Quell und hinterlässt nur das Nichts, wo einst Leben war.
Ich fürchte, du hast die Seelen nur in weitere Qualen entlassen. Dann gibt es keine Hoffnung. Die Menschheit ist verloren. Nein. Selbst jetzt trägst du die Macht, um den Quell wiederherzustellen. Die Nephilim? Wenn du ihre Seelen opferst, ja. Nur sie haben die Macht, ungeschehen zu machen, was geschehen ist. Also muss ich die Nephilim opfern, um die Menschheit zu retten? Die Nephilim sind tot, durch deine eigene Hand. Dieser gebrochene Talisman ist alles, was übrig ist. Würdest du sie in dem Käfig an deiner Brust ewigen Qualen überlassen? Nicht so schnell, Reiter. Du folgst mir. Das tue ich. Ich werde hier bleiben, beim Baum. Solltest du mich brauchen. Und Asches Schnabel spürt mehr als nur Leichen auf, Reiter. Folge ihm, dann wirst du den Schlüssel finden. Asche folgen, den Schlüssel finden? So einfach kann es doch nicht sein, Krähenvater. Du hast vielleicht recht, Tod. Die Zukunft ist ein Geheimnis, das nicht einmal ich hüten kann. Tausend Seelen rufen nach Vergeltung. Eine gewaltige Schlacht. Ein alter Freund kehrt zurück. Der Weg zum Quell ist dir noch versperrt, Reiter. Aber für jedes Tor gibt es Schlüssel. Ich kenne diesen Ort nicht. Wohin hast du mich gebracht? Dieser Ort heißt Ödlicht. Er ist ein Außenposten, weit hinter den Himmelspforten. Und hier halten die Engel den Schlüssel zum Quell der Seelen verborgen. Warum hier? Warum nicht in der Weißen Stadt? Unter den Engeln gibt es einige, die den Schlüssel zu eigenen Zwecken missbrauchen würden. Daher wurde er hier versteckt, um ihn vor deren Plänen zu schützen. So hofften sie zumindest. Der Quell hat Macht über alles Leben? Hat er. Obgleich ich vermute, dass mehr hinter deiner Frage steckt. Los, Reiter, frag schon. Die vier haben nie von dem Quell gewusst. Warum wurde uns das vorenthalten? Aus Angst vor dem, was sie mit dem Wissen hätten tun können. Die Nephilim durften nicht weiter die Schöpfung verheeren. Sie mussten tot bleiben. Dann kann der Quell sie also zurückbringen. Und so kommen wir zur Wurzel von allem. Ja, der Quell ist der Ursprung allen Lebens. Engel, Dämonen, Menschen, sogar Nephilim. Doch mit ihren Klingen brachten sie das Chaos. Und daraus wurde das Verderben geboren. Es war richtig von dir, sie zu vernichten. Säubert die Wunde! Hm.
Bei Abadons Auge. Du bist es. Zu mir, schnell! Willkommen in Ödlicht, Reiter. Von Krieger zu Krieger. Kenne ich dich? Ich bin Nathaniel. Ich kämpfte bei den Toren von Eden an deiner Seite. Ohne deine Klingen wäre ich gestorben. Aber es grämt mich nicht, dass du dich nicht an mich erinnerst. Deine Gedanken waren an diesem Tag bei der Tötung der Nephilim. Du gehörst zur Höllenwache. Früher einmal. Doch jetzt bewache ich das Licht. Und den Archon. Beide findest du im Kristallturm. Doch etwas sagt mir, dass du nicht hier bist, um die Ausstrahlung meines Meisters zu rühmen. Ich suche nach einem Schlüssel. Ich nehme an, dass es kein einfacher Schlüssel ist, den du suchst. Daher solltest du den Archon konsultieren. Von der Spitze seines Turms sieht er viel. Und wer ist dieser Archon? Lucien ist das Oberhaupt des Kryptoriums. Jene Engel, die alles niederschreiben, was er sieht, wenn er in den Schatten blickt. In der Elfenbein-Zitadelle werden ihre Aufzeichnungen aufbewahrt. Ein Archiv jenseits aller Vorstellungskraft. Wo ist diese Zitadelle? Verloren hinter dem Nebel. Bete, dass deine Angelegenheiten dich niemals dorthin führen. Wie kommt es, dass du die Höllenwache verlassen hast? Abaddon schickte mich hierher, um den Kristallturm zu bewachen. Und den Archon. Es steht viel auf dem Spiel, sollte der Turm fallen. Aus den Schatten und hinein in das Licht. Ich sehe dich, Reiter. Die Dinge, die du getan hast. Die Leben, die du beendet hast. Ich weiß, warum du hier bist. Dann wirst du mir den Schlüssel geben. Ich habe den Schlüssel jahrhundertelang bewacht. Er gehört mir. Ich werde mich nicht von ihm trennen. Nicht jetzt. Verderben breitet sich aus. In unserer Stadt. Unseren Herzen. Nur ich bleibe rein. Ein Signal gegen die Finsternis. Machtlos, sie zurückzudrängen. Wir sind nicht völlig machtlos, Archon. Vielleicht nicht. Nachdem die Siegel gebrochen und die Höllenlegionen losgelassen worden waren, gingen viele Relikte verloren. Eines, der Stab von Arafel, könnte helfen, umzukehren, was hier geschehen ist. Ich wage es nicht, den Stab selbst zu bergen. Die Tore zur Weißen Stadt sind für alle Engel geschlossen, die die Erde besuchen. Aber du bist kein Engel. Besorge den Stab. Dann mache ich einen Weg zu meiner Zitadelle frei. Dort wirst du den Schlüssel zum Baum des Lebens finden. Und was du auf der Erde finden wirst, sobald du es siehst, wirst selbst du den Namen Krieg verfluchen. Ruhe! Es sind nicht nur Leichen anwesend. Uriel? Was macht denn die Höllenwache auf der Erde?
verdammt! Ich sollte dich dafür umbringen, was dein Bruder hier getan hat. Aber du hast mein Leben gerettet. Wir sind somit quitt. Was weißt du über den Stab von Arafel? Eine Waffe mit immenser Macht. Von Archon Hestus auf die Erde gebracht, um die Dämonen im Endkrieg zu bekämpfen. Doch Hestus fiel und der Stab wurde zerschlagen. Jetzt benutzt der Zerstörer die Teile, um seine Armee der Finsternis zu stärken. Was gebrochen ist, kann wieder zusammengefügt werden. Wo sind die Teile des Stabs? In den Händen des Zerstörers. Er hat Kreaturen aus dem Abgrund gerufen und seine Auserwählten losgeschickt. Blasphemische Dinge, die selbst jetzt diese Welt in ihre eigenen höllischen Domänen unterteilen. Die Leidenden sind solche Bestien. Sie laben sich an den Toten dieser Welt und verwandeln sie in einen Schwarm aus Fleisch und Knochen, der wie eins kämpft. Sie waren es, die uns vor einigen Augenblicken angegriffen haben. Wie eins, leicht entzweit. Ich werde keine weiteren Höllenwachen riskieren, um den Stab von Arafel zurückzuerobern. Solltest du jedoch diese vergebliche Mühe auf dich nehmen, dann folge der Spur aus den Leichen meiner Brüder. Wie viele Engel sind hier gestorben, Uriel? Zu viele. Doch für jeden toten Engel gibt es einen anderen, der gegen seinen Willen am Leben gehalten wird. Ihr Leiden stärkt den Zerstörer. Vielleicht kannst du sie von ihren Qualen erlösen, fahler Reiter. Wenn du es wünschst, jedoch ist alles, was ich den Gefangenen anbieten kann, ein schnelles Ende. Das ist Segen genug. Der Stab von Arafel wurde wieder zusammengefügt. Ich bin versucht, dich zu bitten, diese Waffe einzusetzen, um in diesem Krieg das Blatt zu wenden. Ich fürchte jedoch, dass der Zerstörer ihn sich zurückholt und für seine finsteren Zwecke einsetzt. Nein, du entfernst ihn besser von dieser Welt und gibst ihn in die schützende Hand der Weißen Armee. Wir werden hier kämpfen,
bis die Höllenwache nicht mehr existiert. Ich würde mit euch kämpfen, Uriel, doch das Schicksal meines Bruders führt mich auf einen anderen Weg. Du hast dich als ehrbar erwiesen, eine Tugend, die unter deinesgleichen kaum bekannt ist. Doch wenn ich ihn jemals treffe, wird Krieg sich für seine Verbrechen verantworten müssen. Er hätte das der Erde nicht antun können. Ich werde dafür sorgen, dass er verschont wird. Tu, was du willst, Reiter. Aber diese Welt ist verloren und das kann nicht ungeschehen gemacht werden. Und was ist mit der Höllenwache, Uriel? Jede Klinge wird letztendlich stumpf. Und darauf zähle ich. Die Dämonen werden umso mehr leiden, wenn wir die Klinge wieder nach Hause zwingen. Tod reiste weiter und fand noch immer Verderben. Das Licht und die Höllenwache waren verloren. Aber Arafels Weisheit schien hell in der Finsternis und bahnte allen den Weg. Pass auf, was du dir wünschst, Archon. Du könntest es bekommen. Der Stab von Arafel. Ich hab drauf gewartet. So lange. Er fühlt sich so mächtig an, wie in meiner Vorstellung. Dann solltest du es schaffen, einen Weg zu deiner Stadt freizumachen. Einen Weg? Nein, ich werde das ganze Reich freimachen. Ich werde die Schatten wegbrennen, mit heiligem Licht. Wenn du die Zitadelle erreichen willst, brauchst du Flügel. Such den ältesten Schreiber auf. Er wandert noch immer durch die Ruinen. Er kann dir helfen, deine Aufgabe zu beenden. Der Tod ist nah! Stell dich mir, Sensenmann! Von dir wird mir schlecht!
Der Schlüssel. Gnade, Halter. Wo ist er? Bitte, ich sag dir alles. Es war Chaos. Selbst der Edelste unter uns war von Sinnen und erhob sein Schwert. Es passierte dem Archon. Und auch mir. Der Archon. Verdammter Brunnen. Die Benutzung war verboten. Was er auch sah, hat seinen Verstand zerstört. Er verbreitete Verderben, verwandelte die Stadt in ein Schlachthaus und pries seine eigene Reinheit. Schließlich floh der Archon in den Kristallturm. Den Schlüssel nahm er mit. In der Zitadelle wurde Wissen aufgezeichnet, Geheimes enthüllt, Verderben zerstört. Es war der Archon, sagte der Schreiber dem Reiter. Und es war der Archon am Ende von Tods Schwert. Nein! Der Schlüssel, Archon. Ich weiß, dass du ihn hast. Er gehört mir! Obwohl er wollte, dass ich es tue, konnte ich den Schlüssel nicht vernichten. Sicherlich verstehst du, Reiter. Ich tat, was ich tun musste. Den Quell öffnen. Den Schlüssel beschützen. Vor den Fragen, die sich stellten. Und vor dir. Nur ich darf den Schlüssel tragen. Möge das Licht von allem, was dir heilig ist, dich vernichten! Das Böse nicht. Stirb, damit du wiedergeboren werden kannst.
Ich habe den Engelsschlüssel. Dann nähert sich deine Aufgabe langsam ihrem Ende. Ich kann den Weg öffnen, Tod. Aber du musst den anderen Schlüssel finden. Den Dämonenschlüssel? Ja. Geh leichten Fußes. Dort gibt es nichts als Schatten. Willkommen am Schattenrand, Reiter. Und jetzt geh, wie die Krähe fliegt. Sonst ist dein Bruder verloren. Dieser Ort kommt mir bekannt vor. Sollte er auch. Dies ist die dunkle Spiegelung des Kristallturms. Ein Reich, in dem Dämonen anstatt Engel Wache halten. Aber das Verderben hat ihren Blick nach innen gerichtet. Und was sie dort sahen, hat sie zerstört. Was ist mit dem Schlüssel? Er ist darin, festgehalten von einem mächtigen Meister. Willkommen im Reich der Finsternis, Reiter. Wenn du mir folgst? Nichts dergleichen. Ich bin gekommen, um Dämonen von ihren Münzen zu trennen. Und du? Um sie von ihren Seelen zu trennen. Sind wir so verschieden? Ich suche nach einem Schlüssel. Aber natürlich. Samael verwahrt viele Wunder in den Kammern unter dem schwarzen Stein. Ich bin gekommen, um das Wenige zu erhandeln, von dem er sich trennen kann. Doch ich fürchte, es ist nicht alles gut im Roten Hof. Samael würde sein Reich niemals so weit ins Nichts gleiten lassen. Nimm dich in Acht vor dem, was du auf Samaels Thron findest. Und wen? Gerüchte sind alles, was dem Krubel entkam. Von einer irren Königin, Lilith, die noch immer an ihrer Herrschaft festhält. Lilith, warum überrascht mich das nicht? Samael war dabei, als ich die Nephilim bekämpfte. Zweifellos schaute er interessiert zu. Der Dämon Samael spielt sein eigenes Spiel. Und wir sind seine Spielfiguren. Ich habe von diesem Ort gehört. Der schwarze Stein. Ja, der Thron von Samael. Der Blutprinz. Der rote Wanderer. Er hat viele Namen. Doch nur ein Zuhause. Nicht viel übrig. Das Verderben verschlingt den schwarzen Stein so wie zahllose Welten zuvor. Und die Schmiedelande, die Ebenen der Untoten, sogar die Erde. Das ist das Verderben? Was will es? Das Ende der Existenz selbst. Und stattdessen das Nichts. Und wie können wir es bekämpfen? Gar nicht. Dein wertvolles Gleichgewicht dient nur dazu, seine Hand festzuhalten. Aber was weiß ich schon? Ich bin nur ein einfacher Händler.
Danke für die Warnung. Du kannst jetzt rauskommen, Lelith. Wirfst du mir Versteckspiel vor? Du bist tot. Wo du reitest, ist niemand sicher. Nicht einmal deine Mutter. Du bist nicht meine Mutter. Habe ich Absalom nicht aus der vermischten Asche von Engel und Dämon geschaffen? Und wurden aus diesem ersten Nephilim nicht die anderen geschaffen? Sie waren Brüder der Reiter. Und doch hast du Reue gezeigt, als die Reiter die Nephilim abschlachteten. Warum hast du das Amulett nicht in den Abgrund geworfen, wie der Rat es befahl? Warum ihre Seelen verschonen, wenn nicht um deine Sünde ungeschehen zu machen? Meine Sünde? Dieses Verderben wurde in Absalom geboren. Es steigt von ihm auf wie eine schwarze Flut und du, Mutter, musst mir helfen, sie zu stoppen. Wo ist der Dämonenschlüssel? In Samaels Obhut. Doch er ist jetzt fort. Und der Schlüssel ist verschwunden. Oh, keine Sorge, mein Kind. Zeit wie Sünde kann ungeschehen gemacht werden. Hiermit kannst du in die Vergangenheit zurückkehren. Zu Samaels Festung vor seinem Fall und den Dämonenschlüssel finden. Ich bitte dich nur, wenn du den Quell der Seelen erreichst, deinem Herzen zu folgen und den Nephilim auferstehen zu lassen. So, der feurige Rat schickt also nur einen einzigen Reiter, selbst in die Vergangenheit. Nein, dieser Besuch ist nicht genehmigt. Es weiß niemand, dass du hier bist. Nein, niemand. Gib mir den Schlüssel. Er kann unser Geheimnis bleiben. Aus einer perfekten Gussform. Absalom war schon immer stärker als der Rest von euch. Du wirst sehen, ich bin stark genug, Samael. Ja, du hast viele Hindernisse überwunden, um hier vor mir zu stehen. Aber manchmal stirbt der Held am Ende doch. Frag deinen Bruder. Gibst du den Schlüssel her, oder muss ich ihn mir nehmen? Reiter, du kennst die Antwort bereits. Unten, Reiter!
äußern. Vielleicht wirst du doch Erfolg haben. Wie auch immer, es wird großartig. Der Fürst des Schwarzen Steins ist verschwunden. Sein Lächeln, ein Versprechen, dass noch mehr kommt. Findest du die Kraft, um das Dritte Königreich wiederherzustellen? Oder werden deine Brüder auftauchen? Ich habe den Schlüssel, Krähenvater. Dann darfst du endlich den Quell der Seelen betreten. Aber bist du einmal dort, kommst du auf diesem Weg nicht mehr zurück. Ich bin so weit gekommen, Krähenvater. Ich kehre nicht um. Dann sei gewarnt, Reiter des Todes. Eine dunkle Wesenheit bewacht den Quell. Und die Saat des Verderbens windet sich darin. Der Quell ist verdorben. Ja, doch nicht auf namenlose Art, wie du es bislang erlebt hast. Nein, das Verderben hat einen Champion erkoren. Eine Stimme, die ihren Ruf zum Aufstand erklingen lässt. Dann werde ich das zu Ende bringen, hier und jetzt. Vergiss nicht, was du erfahren hast, Reiter. Verderben ist das Ende aller Dinge, selbst des Todes. Der Baum, die Schlüssel, der Quell. Warum habe ich den Eindruck, dass du mich prüfst? Du prüfst dich selbst, alter Freund. Wegen dem, was du getan hast. Wegen dem, was du tun musstest. Und jetzt stehst du vor der ultimativen Prüfung. Wirst du den Tod bringen oder Leben geben? Hast du dich jemals gefragt, Tod, warum du unberührt bleibst, während alle anderen vergehen und in die Fänge des Verderbens geraten? Könnte es sein, dass du bereits von der Sünde des Verrats verfinstert bist? Wie kannst du das besiegen, was in deinem eigenen Herzen gedeiht? Du kannst mich nicht aufhalten, ohne deine Seele für immer zu verdammen! Dann soll es so sein. Du bist stark geworden, Bruder! Come on.
Nimm wieder meine Hand, Bruder. Ich habe Absalom getötet, das Verderben aufgehalten. Ich stehe endlich am Quell der Seelen und weiß nicht, was ich als nächstes tun muss. Es ist ganz einfach, trotzdem äußerst schwierig. Ich bin nicht in Stimmung für Rätsel, kein Vater. Du kannst die Macht des Quells anzapfen, um zum Reich der Menschen zu gehen, oder? Die Nephilim wieder auferstehen lassen. Doch die Entscheidung für das eine verdammt das andere auf ewig. Mein Bruder Krieg. Ich würde ihn vor allem beschützen. Damit die Menschheit zurückkehren kann, erfordert es ein Opfer. Dem Tod. Und die Saat der Menschheit war wieder ausgesät. Doch Tods Reise war noch nicht beendet. Auf der erschütterten Erde hatte sein Bruder Krieg den Zerstörer erschlagen. Du wirst gejagt werden. Die Weiße Stadt bestimmt. Der Rat. Und es werden andere da sein. Willst du diesen Krieg alleine führen? Nein. Nicht allein. Krieg hatte das siebte Siegel gebrochen und so die Reiter der Apokalypse zusammengerufen. Und die Anzahl der Reiter sei auf ewig 4.